Gast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute Abend ganz herzlich begrüßen zu unserer Buchvorstellung mit Herrn Professor Fritz Söllner zum Thema System statt Chaos, ein Plädoyer für eine rationale Migrationspolitik. Seit der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015 wird ja viel über die Migrationspolitik gestritten. Viele, vielleicht sogar die meisten Argumente, die auf beiden Seiten geäußert werden, sind oft ideologisch gefärbt, entbehren nicht selten einer gewissen Rationalität. Und daher ist es umso wichtiger, dass wir heute einen kompetenten Referenten begrüßen können, der uns eine rationale Migrationspolitik vorstellt, die auch ökonomisch verantwortet ist. Professor Fritz Söllner studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Nach einem Forschungsaufenthalt an der Universität Harvard in den USA ist er seit 1998 Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Universität Ilmenau. In dieser Funktion beschäftigt er sich insbesondere mit Finanzwissenschaft und seit Ende der 1990er Jahre auch intensiv mit migrationspolitischen Fragen. Lieber Professor Söllner, ich heiße Sie ganz herzlich in der Bibliothek des Konservatismus willkommen und bitte Sie ums Wort. Das war zu viel. Keine Wald. So ist es. Okay, ja. Okay, alles klar. Jetzt? Ja, gut. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Fenske, für die freundliche Begrüßung. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für die Anwesenheit zunächst mal, Frau Kirchner. Es ist schön, wieder in Berlin zu sein. Ich durfte ja anlässlich einer Veranstaltung der Werteunion vor ein paar Wochen, genau genommen am 31. August, schon mal kurz vortragen und ich freue mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, mein aktuelles Buch Ihnen ein bisschen ausführlicher präsentieren zu können. Ich freue mich umso mehr deswegen, weil ich den Eindruck habe, dass dieses Thema Migrationspolitik, Flüchtlingspolitik von den Medien zurzeit seit einiger Zeit ein bisschen auf Abstand gehalten wird, beziehungsweise doch sehr verengt wird auf dieses Problem der sogenannten Seenotrettung. Was habe ich heute vor? Ich möchte Ihnen zunächst einen kurzen Überblick geben über mein Buch und anschließend mich auf ein Thema konzentrieren und zudem ein bisschen ausführlicher Stellung nehmen. Also System statt Chaos, ein Plädoyer für eine rationale Migrationspolitik. Zunächst der Überblick über den Buchinhalt. Sehen Sie das Inhaltsverzeichnis hier. Sie werden sich denken können, Einführung, die Mutter aller Probleme. Da nehme ich Bezug auf das bekannte Zitat von Herrn Seehofer, wonach die Flüchtlingskrise die Mutter aller Probleme sei. Kapitel 1, wie Ökonomen denken, da werden gewisse Grundannahmen und Begriffe geklärt. Und das möchte ich an der Stelle jetzt auch gleich tun, damit wir später nicht aneinander vorbeireden, beziehungsweise damit es später keine Missverständnisse gibt. Zunächst mal rational im Buchtitel. Was bedeutet das? Was verstehe ich unter Rationalität? Ich bin Ökonom, wie der Herr Dr. Fenske erklärt hat. Von daher ist Rationalität für mich Zweckrationalität. Zweckrationalität, das heißt, jemand handelt rational, wenn er sich ein klares Ziel vorgibt und dann versucht, dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, also beispielsweise mit minimalen Kosten. Nächster Punkt, der nationalökonomische Standpunkt. Meine Überlegungen richten sich auf die Migrationspolitik im Interesse Deutschlands. Ja, deswegen nationalökonomisch im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich die Welt verbessern wollte, dann kann es durchaus sein, dass meine Schlussfolgerungen anders aussehen würden, als sie aussehen, aber den Anspruch habe ich nicht. Ja? Und das muss man gleich von Anfang an mal klären. Wichtig, und damit soll es genug sein mit den Begriffsklärungen, Migranten. Was sind Migranten? Migranten sind einerseits Einwanderer, da handelt es sich dann um die gesteuerte und die kontrollierte Migration, andererseits Flüchtlinge, das ist dann die ungesteuerte, unkontrollierte Migration. Wobei ich unter dem Begriff Flüchtlinge sowohl echte Flüchtlinge verstehe, als auch Wirtschaftsflüchtlinge. Ja? So, Einwanderungspolitik und Flüchtlingspolitik sind strikt zu trennen. Das sind zwei vollkommen verschiedene Sachen. Ja? Bei der Einwanderungspolitik geht es darum,
dass ich Leute auf Dauer in unser Land holen möchte, von denen wir einen Vorteil haben, weil die halt bestimmte Kenntnisse haben, über bestimmte Fähigkeiten, über bestimmte Fertigkeiten verfügen. Also das Motiv ist hier der Eigennutz. Auf der anderen Seite Flüchtlingspolitik, da möchte ich Menschen helfen, die verfolgt werden oder die vor Kriegsereignissen fliehen und die deswegen Aufnahme in unserem Land finden, solange diese Fluchtgründe eben bestehen. Ja? Das heißt, hier ist das Motiv Altruismus, nicht Eigennutz. Und von daher zwei vollkommen unterschiedliche Ziele in diesen beiden Politikfeldern. Und von daher müssen diese Ziele, müssen diese Politikfelder auch getrennt werden. Kapitel 2, da stelle ich dar die Grundlagen oder die wichtigsten Ergebnisse der Ökonomie der Migration. Es gibt ja eine Ökonomie von so ziemlich allem, ja, Ökonomie der Religion, Ökonomie der Familie und so weiter. Es gibt auch eine Ökonomie der Migration. Die zwei wichtigsten Ergebnisse, die möchte ich an der Stelle auch kurz nennen, weil wir die im Lauf unserer weiteren Ausführungen noch benötigen werden. Punkt 1. Zuwanderung ist für das Zielland von umso größerem Vorteil, je qualifizierter die Zuwanderer sind. Umgekehrt, je unqualifizierter die Zuwanderer sind, desto mehr Probleme bereiten sie für die einheimische Bevölkerung. Zweiter Punkt. Zuwanderung führt im Regelfall unter der einheimischen Bevölkerung sowohl zu Gewinnern als auch zu Verlierern. Ja? Die Verlierer sind diejenigen, die in Konkurrenz stehen mit den Zuwanderern, sei es am Arbeitsmarkt, sei es am Wohnungsmarkt. Die Gewinner sind diejenigen, die nicht in Konkurrenz stehen zu den Flüchtlingen oder zu den Zuwanderern allgemein gesagt. Okay, diese beiden Grundergebnisse, die möchte ich Sie bitten, im Hinterkopf zu behalten. Sie sind im Endeffekt Grundlage der folgenden Ausführungen. So, ja, Kapitel 3, da diskutiere ich die Frage der Diversität und komme zu dem wenig überraschenden Ergebnis, dass ein gewisses Maß an Diversität von Vorteil sein kann, dass das Ganze aber mit zunehmender Diversität durchaus umschlagen und sich in den Nachteil verkehren kann. Die nächsten drei Kapitel, die haben die Flüchtlingskrise in Deutschland zum Gegenstand. Kapitel 4, da geht es um die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, warum es überhaupt zur Flüchtlingskrise kommen konnte. Kapitel 5, die Konsequenzen der Flüchtlingskrise für Deutschland aus ökonomischer Sicht. Kapitel 6, da mache ich so einen kleinen Schwenk zur Politik, indem ich da die Frage stelle, ja, warum wird eigentlich die flüchtlingspolitische Diskussion so geführt, wie sie geführt wird in Deutschland, also mit Tabus und Vorurteilen belastet. Gehen wir weiter. Kapitel 7, wie muss eine rationale Migrationspolitik aussehen? Die Intention hier ist, dass ich versuche, theoretisch eine ideale Migrationspolitik, eine ökonomisch ideale Migrationspolitik konstruieren, indem ich frage, welche Ziele sind sinnvoll für die Migrationspolitik, das heißt einerseits für die Einwanderungs-, andererseits für die Flüchtlingspolitik und auf welche Art und Weise kann ich diese Ziele bestmöglich erreichen, das heißt, welche Instrumente soll ich einsetzen. So, diese Erkenntnisse, die wende ich dann im Kapitel 8 auf die deutsche Politik an, kritisiere sowohl die Einwanderungs- als auch die Flüchtlingspolitik und mache gewisse Reformvorschläge. Kapitel 9 ist fast so ein bisschen ein Exkurs. Da verlasse ich die ökonomische Ebene und versuche, anderen nicht-ökonomischen Standpunkten auch gerecht zu werden, indem ich jetzt nicht mehr nur mit Kosten und Nutzen argumentiere, sondern auch deontologisch, das heißt mit solchen Sachen wie Rechten, Pflichten oder Freiheiten. Der Ausblick, der Vater aller Lösungen, da schlage ich einen Bogen zurück zur Einführung. Und wer oder was der Vater aller Lösungen ist, das verrate ich am Schluss meiner Ausführungen, wenn ich da noch Zeit dazu finde. Okay, gut. Sie sehen, ich habe ein relativ weites Feld bestellt in diesem Buch. Und es ist natürlich klar, dass ich in der Kürze der Zeit, wohl eine Stunde ist gar nicht so wenig, nicht alles vortragen kann hier. Ich habe mich deswegen auf ein Thema konzentriert und, Überraschung, dieses Thema wird sein, die Flüchtlingskrise und die Flüchtlingspolitik. Der ein oder andere von Ihnen kann es vielleicht schon gar nicht mehr hören, aber dieses Thema ist halt das Wichtigste auf dem Gebiet der Migrationspolitik. Das ist das eine. Und zum anderen, obwohl dieses Thema uns schon seit langem beschäftigt, ist es immer noch nicht
offen und umfassend und in allen Facetten ausdiskutiert worden in der Öffentlichkeit. Und zu dieser offenen und umfassenden Diskussion möchte ich jetzt einen kleinen Beitrag leisten. Also Deutschland und die Flüchtlingskrise, die aktuelle Lage, entgegen anderslautender Meldungen in den Medien, entgegen anderslautender Behauptungen von verschiedenen Politikern, ist die Flüchtlingskrise nicht vorbei. Ja, die ist nicht vorbei, die hält weiterhin an. Warum? Weil weiterhin ungesteuerte Zuwanderung stattfindet im Umfang von ca. 200.000 Personen pro Jahr. Das ist immerhin die Einwohnerzahl der Stadt Kassel, die pro Jahr an Flüchtlingen zu uns kommt. In dieser Zahl sind allerdings auch die Familiennachzügler enthalten, was ja Sinn macht. Ja, ich meine, wir können uns nicht nur auf die Asylerstantragsteller fokussieren, sondern die Familiennachzügler müssen wir auch berücksichtigen. Das ist ja auch Teil der ungesteuerten und unkontrollierten Zuwanderung. Meine Behauptung lautet, dass ohne eine grundlegende Reform diese Krise auf Dauer weitergehen wird. Vielleicht wird sie ein bisschen schwächer mal, vielleicht ein bisschen stärker, aber sie wird uns erhalten bleiben. Warum? Da komme ich dann später noch darauf zu sprechen. So, na durch, eins zu weit. Mal schauen, ob ich zurückkomme. Okay, gut. Die Flüchtlingskrise hat gravierende Konsequenzen für Deutschland, von denen einige ja, vielleicht nicht offensichtlich sind, nicht bekannt sind und nicht diskutiert werden. Fangen wir mit den offensichtlichen Konsequenzen an. Es entstehen oder, und es sind entstanden erhebliche kurzfristige Kosten für die Flüchtlingsversorgung. Ja? Also wenn die Leute ankommen, müssen nicht untergebracht werden, sie müssen verpflegt werden, medizinische Versorgung, Bekleidung, Sprach-, Integrations- und Wertekurse, Prozesskostenhilfe, nicht zu vernachlässigen, man darf dran, muss daran denken, dass 75% aller ablehnenden Asylbescheide vor Gericht angefochten werden. Später dann, also für Asylberechtigte, die ganz normalen Sozialleistungen, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld 2, Kindergeld, Wohngeld, Ausbildungsförderung und was es alles so weiter noch gibt. Diese unmittelbaren Kosten, die kann man schätzen auf 12.000 bis 20.000 Euro pro Person und Jahr. Das ist, ich sage mal, der Normalfall. Es gibt selbstverständlich Ausreißer nach oben. Wenn Sie einen Tuberkulosekranken haben, sind Sie bei 100.000 Euro. Wenn Sie einen HIV-Infizierten haben, sind Sie bei über 200.000 Euro im Jahr. In der Summe ergeben sich dann Beträge von 20 bis 30 Milliarden Euro im Jahr. Als zum Vergleich hier die Zahlen. Der Bund gab 2018 17,5 Milliarden für Forschung und Entwicklung aus und 27,7 Milliarden für Verkehr und digitale Infrastruktur. Man hört teilweise die Behauptung, dass die Flüchtlinge niemandem was wegnehmen und dass keine Angst zu haben braucht. Das ist natürlich grober Unsinn. Ja? Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden und das, was ich für die Flüchtlinge ausgebe, kann ich an anderer Stelle halt nicht ausgeben. Ja? Von daher wird die einheimische Bevölkerung belastet, entweder durch höhere Steuern und oder niedrigere Staatsausgaben. Aus Sicht der Politiker ist es gut, dass niemand so genau weiß, wer in welche Höhe belastet wird. Warum? Weil man ja nicht genau weiß, welche Steuern gesenkt worden wären, beziehungsweise welche Ausgaben erhöht worden wären, wenn es die Flüchtlingskrise nicht gegeben hätte. Ja? So, neben diesen kurzfristigen Kosten, die jeder kennt, gibt es mittelfristige Verteilungswirkungen, die ja, vielleicht nicht so ganz so bekannt sind. Ja? Wir haben ja gerade eben erwähnt, dass die Konsequenzen der Zuwanderung wesentlich von der Qualifikation der Flüchtlinge abhängen. Und es hat sich inzwischen herausgestellt, dass die anfänglichen Hoffnungen doch deutlich übertrieben gewesen sind, denn die Qualifikation dieser Flüchtlinge ist im Durchschnitt sehr niedrig bzw. gar nicht vorhanden. Dementsprechend ist es so, dass die Integration in den Arbeitsmarkt sehr lange dauert, dass die Beschäftigung ganz überwiegend im Niedriglohnsektor oder im Rahmen geringfügiger Beschäftigungen erfolgt und dass überdurchschnittlich häufig und überdurchschnittlich lange Sozialleistungen bezogen werden. Warum? Ganz klar, wenn ich immer nur so Gelegenheitsjobs habe, beziehungsweise immer nur zum Mindestlohn angestellt bin, dann brauche ich halt zusätzliche Sozialleistungen, um über die Runden zu kommen. Und diese Jobs sind halt auch anfällig für ja, Arbeitslosigkeit.
So, das hat gewisse arbeitsmarktpolitische Konsequenzen. Wir haben also einen Zustrom von geringqualifizierten Arbeitskräften oder zumindest geringqualifizierten potenziellen Arbeitskräften. Die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt ändern sich zugunsten der Arbeitgeber, weil halt einfach das Angebot an potenziellen Arbeitskräften zumindest in bestimmten Sektoren des Arbeitsmarktes gestiegen ist. Ja, und ganz einfach, Gesetz von Angebot und Nachfrage, die Position der Arbeitgeber wird sich diesbezüglich verbessern. Das ist das eine. Die Gegenseite ist natürlich, dass im Niedriglohnsektor hier Lohndruck entsteht. Ja, Lohndruck entsteht, das heißt, die geringqualifizierten einheimischen Arbeitskräfte, die werden darunter leiden. Ja, die werden darunter leiden. Wohingegen, entsprechend dem, was ich vorhin gesagt habe, bei den Grundergebnissen der Migrationsökonomie, wohingegen die hochqualifizierten Arbeitskräfte, die nicht mit Flüchtlingen konkurrieren, nicht leiden werden darunter, sondern im Gegenteil sogar profitieren können. Das sind die arbeitsmarktpolitischen Konsequenzen. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Konsequenzen. Ich möchte an der Stelle nur zwei nennen. Zum einen nimmt die Wohnungsnachfrage zu. Und es ist klar, dass die Nachfrage von Flüchtlingen, die gering qualifiziert sind, wenig verdienen, dass die Nachfrage dieser Leute sich natürlich hauptsächlich auf einfache, kleine Wohnungen in vielleicht weniger attraktiven Gegenden und Stadtteilen richtet. Das heißt genau auf die Wohnungen, die auch von den einheimischen Geringverdienern nachgefragt werden. Mit anderen Worten, die einheimischen Geringverdiener werden von zwei Seiten in die Zange genommen. Einerseits haben wir den Lohndruck, andererseits haben wir die tendenziell steigenden Mieten. Als ob das noch nicht genug wäre, nimmt die Unterrichtsqualität in Schulen mit hohem Flüchtlingsanteil ab. Da gibt es genug Untersuchungen, da braucht man nicht weiter darüber zu diskutieren. Das ist so. Ja, das ist so. So, allerdings, was vielleicht zu wenig beachtet wird, ist, dass darunter jetzt nicht die Kinder aller Einheimischen leiden, sondern vor allem und schwerpunktmäßig die Kinder der einheimischen Geringverdiener. Wieso? Kinder gehen tendenziell wohnortnahe zur Schule und wir haben gerade gesehen, dass die Flüchtlinge sich überwiegend dort ansiedeln werden, wo auch die einheimischen Geringverdiener wohnen. Das heißt, die werden dann ihre Kinder genau in die Schulen schicken, in die auch die einheimischen Geringverdiener ihre Kinder schicken. Konsequenz des Ganzen ist, dass es insgesamt negative Verteilungswirkungen gibt. Ja? Die sozioökonomische Position der einheimischen Geringverdiener wird beeinträchtigt und die Ungleichverteilung nimmt zu. Den Leuten, denen es jetzt schon gut geht, geht es tendenziell besser. Den Leuten, die jetzt schon zu kämpfen haben, denen wird es infolge der Flüchtlingskrise schlechter gehen. So, diese eigentlich so nicht überraschenden oder nicht unplausiblen Zusammenhänge, davon hört man in den Medien nicht allzu viel. Und wenn irgendjemand wagt, den Mund aufzumachen, wie beispielsweise die Frau Wagenknecht, wird er oder sie schnell mundtot gemacht. Woran liegt das? Woran liegt das? Über die Motive kann man natürlich immer weitlich spekulieren. Meiner Meinung nach ist ein Grund, dass die Befürworter einer großzügigen und liberalen Flüchtlingspolitik ganz gerne auf dem hohen moralischen Ross sitzen und auf diejenigen, die anderer Meinung sind, herabschauen. Dazu besteht aber nicht der geringste Grund, denn beide Seiten dieser Debatte sind meiner Meinung nach zum Teil zumindest ökonomisch motiviert. Sehen Sie, es gibt Studien, in denen hat man gezeigt, dass die Einstellung zu Flüchtlingen, die Einstellung zu Zuwanderern umso positiver ist, je besser die Bildung der Befragten. Ja, das halte ich nicht für einen Zufall. Ich glaube aber auch nicht, dass Leute mit Abitur und Hochschulstudium zwangsläufig und unbedingt großzügiger, toleranter, humanitärer, mit einem Wort bessere Menschen sind als ihre Zeitgenossen ohne Abitur oder Hochschulstudium. Der Zusammenhang scheint mir vielmehr ein anderer zu sein. Zuwanderung heutzutage ist die Zuwanderung von Geringqualifizierten. Und je gebildeter jemand ist, je qualifizierter jemand ist, desto weniger steht er in Konkurrenz mit Flüchtlingen. Desto weniger muss er mit Nachteilen rechnen durch die Flüchtlingskrise. Desto eher kann er vielleicht sogar mit Vorteilen rechnen. Umgekehrt, je weniger gebildet, je unqualifizierter jemand ist, desto mehr muss er damit rechnen, dass die Flüchtlingskrise ihm Nachteile bringt.
Von daher lassen sich die unterschiedlichen Einstellungen meiner Meinung nach ökonomisch erklären. Zumindest zum Teil ökonomisch erklären. Und deshalb könnte man diese ganze Flüchtlingsdebatte auch versachlichen, wenn man ein bisschen weniger mit Gut und Böse und ein bisschen mehr mit Kosten und Nutzen argumentieren würde. Ja, das waren die mittelfristigen Verteilungsprobleme. Es liegt nahe, wenn ich kurzfristig und mittelfristig genannt habe, dass es irgendwas Langfristiges auch gibt. Und das ist tatsächlich der Fall. Ja, das habe ich gerade eben erzählt. Langfristige fiskalische Probleme treten auch auf. Sie wissen alle, wir haben ein demografisches Problem. Dieses demografische Problem führt dazu, dass wir unter Fachkräftemangel zu leiden haben und dass unser System der sozialen Sicherung gefährdet ist, weil es halt einfach zu wenig Beitragszahler im Verhältnis zu den Leistungsempfängern gibt. Am Anfang bestand noch die Hoffnung, dass die Flüchtlinge dieses Problem lösen. Aber diese Hoffnung hat sich relativ schnell zerschlagen. Ich glaube, niemand hält da ernsthaft mehr dran fest. Das Problem wird also durch die Zuwanderung der Flüchtlinge nicht gelöst. Warum? Weil halt deren Erwerbsbeteiligung zu niedrig ist und weil deren Qualifikation zu schlecht ist. Vielmehr ist es genau andersrum. Die öffentlichen Kassen werden zusätzlich belastet. Der Kollege Raffelhüschen aus Freiburg hat eine Berechnung angestellt, wonach jeder Flüchtling im Laufe seines Lebens die öffentlichen Kassen durchschnittlich mit 207.000 Euro belastet. Das heißt, 207.000 Euro. Das heißt also, er nimmt 207.000 Euro mehr an Sozialleistungen in Anspruch, als er an Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen zahlt. Jeder Flüchtling. Über die gesamte Lebensdauer. Und das ist noch eine Zahl, die unter relativ optimistischen Annahmen ermittelt wurde. Also Sie können sich vorstellen, jeder Flüchtling, der da über die Grenze kommt, hat so ein Preisschild auf dem Rücken, 207.000 Euro. Ja? Wenn Sie diese Summe mal multiplizieren mit der Zahl der Flüchtlinge, die bisher schon gekommen sind und die noch kommen, dann kommen Sie schon auf ganz erkleckliche Beträge. Da sind wir gleich bei 300, 400 Milliarden Euro, die das Ganze kostet. Und zwar zusätzlich zu diesen kurzfristigen Kosten, die ich erwähnt habe, für Asylbewerberleistungen. Ja, also von daher wird das System der öffentlichen Sicherung, der sozialen Sicherung, nicht stabilisiert, sondern destabilisiert durch den Zustrom dieser gering qualifizierten Flüchtlinge. Und die einheimische Bevölkerung wird wiederum belastet, ja, entweder durch höhere Steuern, die man irgendwann mal erhöhen muss, oder durch niedrigere Staatsausgaben, weil man irgendwann mal sparen muss. Auch hier ist es so, man weiß nicht, wer wie belastet wird, weil wir noch nicht wissen, welche Steuern erhöht werden, beziehungsweise welche Staatsausgaben gesenkt werden. Die Verteilungswirkungen sind mit anderen Worten unklar. So, ich komme zum Dilemma der Integration. Und da wollte ich hier an dieser Stelle Ihnen ein, zwei Seiten aus meinem Buch vorlesen, damit Sie mal sehen, wie das geschrieben ist zum einen. Und zum anderen bin ich der Meinung, ich habe das so gut geschrieben, ich kann es ja unmöglich besser sagen. Aber was ich jetzt vergessen habe, ist mein Buch hier mit vorzunehmen. Von daher mache ich mal einen kurzen Ausflug nach vorne und hole mir mein Buch. Halt. Ah, nee. Nee. Ich habe doch noch die Fotokopien irgendwo gehabt. Ja. Okay. Also, wie gesagt, das Dilemma der Integration ist ja doch ein etwas kryptischer Begriff. Was verbirgt sich dahinter? Unsere Beobachtungen haben ein ernüchterndes Bild von den Konsequenzen der Flüchtlingskrise in Deutschland gezeichnet. Die einheimische Bevölkerung wird nicht nur von den unmittelbaren Kosten der Flüchtlingsversorgung belastet, sondern es kommt auch zu erheblichen Verteilungsproblemen durch die geschilderten Arbeitsmarkt-, Wohnungsmarkt- und Lehrqualitätseffekte. Die sozioökonomische Position der Bezieher niedriger Einkommen wird sich verschlechtern, wohingegen Kapitalbesitzer und die Bezieher hoher Einkommen profitieren werden. Man kann in diesem Zusammenhang von einem Dilemma der Integration sprechen. Je besser die Integration der Flüchtlinge gelingt, je mehr Flüchtlinge am Arbeitsmarkt als Anbieter und am Wohnungsmarkt als Nachfrager auftreten, desto ausgeprägter werden diese negativen Verteilungseffekte sein. Das bedeutet nicht, dass Flüchtlinge überhaupt nicht integriert werden sollen. Die auf Dauer in Deutschland verbleibenden Flüchtlinge müssen selbstverständlich so gut wie möglich integriert werden.
um ihnen gesellschaftliche Teilhabe und ein Leben in Würde zu ermöglichen, um keine Produktionsfaktoren zu verschwenden, um die Sozialkassen nicht noch mehr zu belasten und um die Entstehung von Parallelgesellschaften und Ghettos zu verhindern. Aber das bedeutet, dass man genau überlegen sollte, wem man gestattet, auf Dauer in Deutschland zu bleiben. Diesen Problemen stehen keine langfristigen Vorteile gegenüber. Im Gegenteil, infolge der geringen Qualifikation der Flüchtlinge ist nicht mit zusätzlichen Wachstumseffekten zu rechnen und die öffentlichen Haushalte werden nicht entlastet, sondern zusätzlich belastet, wie wir gerade gesehen haben. Und von Seiten der zunehmenden Diversität sind ebenfalls eher negative Effekte zu erwarten. Daran wird auch die Integration der Flüchtlinge nichts ändern. Von Seiten der Politik wird zwar immer bei jeder Gelegenheit gebetsmühlenartig angemahnt, dass die Flüchtlinge integriert werden müssen, aber die Integration ist kein Allheilmittel. Sie ist nur eine notwendige, nicht eine hinreichende Bedingung dafür, dass Zuwanderung Vorteile für die einheimische Bevölkerung bringt und, um die Präambel des UN-Migrationspakts zu zitieren, eine Quelle des Wohlstands darstellt. Wenn Hunderttausende von Flüchtlingen als Mindestlohnempfänger in den Niedriglohnsektor integriert werden, dann ist das keine Quelle des Wohlstands, sondern eine Quelle sozialer und politischer Konflikte und wirtschaftlicher Verluste. Durch die Integration dieser Menschen können zwar die Kosten und Verluste im Vergleich zur Nicht-Integration vermindert werden, aber sicher nicht in Erträge und Gewinne verwandelt werden. Die Situation zum Besseren ändern würde lediglich die konsequente Rückführung aller gering qualifizierten Flüchtlinge, deren Schutzgrund weggefallen ist oder von vornherein gar nicht bestanden hat. Ja, das ist natürlich leichter gesagt als getan angesichts der aktuellen Flüchtlingspolitik. Was läuft falsch in der Flüchtlingspolitik? Kurze Antwort wäre fast alles, aber ich möchte doch eine etwas nuanciertere Antwort geben an der Stelle. Meiner Meinung nach ist der starke Zustrom von Flüchtlingen nicht nur und nicht mal hauptsächlich auf krisenhafte Entwicklungen in den Herkunftsländern zurückzuführen, sondern auf starke Anreize für Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, auf starke Anreize für Wirtschaftsflüchtlinge. Diese starken Anreize manifestieren sich auf zweierlei Art. Einmal gibt es die hohen Asylbewerberleistungen und sonstigen Leistungen. Ja, also nur mal als Beispiel, der Hartz-IV-Regelsatz ist um 50% höher als das Pro-Kopf-Einkommen in Nordafrika und ist dreimal so hoch wie das Pro-Kopf-Einkommen in Schwarzafrika. Und das ist nur der Regelsatz, ohne die Zusatzleistungen, die es da gibt. Ja, Zusatzbedarf für Familiengründung, für Babyausstattung, für Heizkosten und so weiter. So, das ist der eine Punkt, der zu starken Anreizen für Wirtschaftsflüchtlinge führt. Der zweite Punkt, den möchte ich bezeichnen als unser Deluxe-Asylrecht, und da möchte ich noch ein bisschen was vorlesen, wobei ich einführend darauf hinweisen möchte, der Begriff Deluxe-Asylrecht, der stammt nicht von mir, sondern den habe ich übernommen von einem Verwaltungsrichter und Asylrechtsexperten, der es ja eigentlich am besten wissen muss. Okay. Die erwähnten großen Anreize für Wirtschaftsflüchtlinge nach Deutschland zu kommen und das Asylrecht missbräuchlich in Anspruch zu nehmen, gehen auch von unserem Deluxe-Asylrecht aus. Dieses ist nämlich verantwortlich für die zu erwartende lange Bezugsdauer der Sozialleistungen. Das heißt, es kommt jetzt nicht nur darauf an, wie hoch die Sozialleistungen sind, sondern es kommt auch darauf an, wie lang kann man rechnen, die zu beziehen. Ja? Wenn die zwar sehr hoch sind, aber man weiß, man hat die vielleicht nur einen Monat, dann ist das kein großer Anreiz. Wenn man weiß, man kann diese Leistungen über Jahre hinweg beziehen, ist es natürlich ein ganz anderer Anreiz. Ja, also die zu erwartende lange Bezugsdauer und außerdem die Aussicht, bei Ablehnung des Asylantrags in Deutschland bleiben zu dürfen. Die lange Bezugsdauer resultiert einerseits aus der langen Dauer der Asylverfahren, andererseits aus der Inkonsequenz bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Die lange Verfahrensdauer wird wiederum dadurch verursacht, dass viele mögliche Fluchtgründe und Abschiebungshindernisse anerkannt werden, die zum Teil sehr schwer überprüfbar sind. Was soll man etwa unter psychischer Gewalt verstehen? § 3 Asylgesetz.
und unter welchen Umständen erfüllt dieser den Tatbestand der Verfolgung. In derselben Norm ist von gesetzlichen, administrativen, polizeilichen oder justiziellen Maßnahmen die Rede, die als solche diskriminierend sind oder in diskriminierender Weise angewandt werden. Auch hier wird man sich schwer tun, aufgrund der Unbestimmtheit dieser Formulierung das Vorliegen einer Verfolgungshandlung auszuschließen. Problematisch erscheint außerdem der Fluchtgrund einer Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure, § 3c Asylgesetz, der schwierig zu überprüfen ist. Sehr vage und sehr weit gefasst ist auch das Abschiebungsverbot gemäß § 16 Absatz 5 Absatz 7 Aufenthaltsgesetz. Insbesondere die Bezugnahme auf die Europäische Menschenrechtskonvention erlaubt es Flüchtlingen, eine Vielzahl von Gründen zu finden, zu erfinden und vorzubringen, weswegen eine Abschiebung in ein bestimmtes Land nicht möglich sein soll. Denn die durch die Konvention geschützten Menschenrechte und Grundfreiheiten sind so umfassend und so allgemein formuliert, dass sich leicht Argumente für eine Verletzung dieser Rechte und Freiheiten finden lassen. Man denke nur an Artikel 5, Recht auf Freiheit und Sicherheit, Artikel 14, Diskriminierungsverbot und vor allem Artikel 3, der neben Folter, das ist ja selbstverständlich, auch unmenschliche und erniedrigende Behandlung untersagt. Wie weit sich gerade dieser Artikel auslegen lässt, zeigt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 4. November 2014, in dem die Rückführung einer afghanischen Flüchtlingsfamilie aus der Schweiz nach Italien als Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und zwar insbesondere gegen deren Artikel 3 gewertet wurde. Wenn man nicht einmal mehr nach Italien rückführen bzw. abschieben kann, wohin kann man dann überhaupt noch abgelehnte Asylbewerber zurückschicken? Ich will an dieser Stelle die lange Liste, man ist fast versucht zu sagen, den Wildwuchs der möglichen Fluchtgründe und Abschiebungshindernisse nicht weiter hinterfragen. Das Problem dürfte klar geworden sein. Neben diesem Problem ist noch ein anderer Faktor für die lange Verfahrensdauer verantwortlich. Die Möglichkeit, gegen Asylentscheidungen durch mehrere Instanzen gerichtlich vorzugehen, und zwar ohne oder zumindest ohne großes Kostenrisiko, da in Asylverfahren grundsätzlich keine Gerichtskosten erhoben werden, und zwar durch alle Instanzen hindurch. Keine Gerichtskosten in Asylverfahren, § 83b Asylgesetz, und die Anwaltskosten in vielen Fällen durch die großzügige Prozesskostenhilfe abgedeckt werden. Wir haben festgestellt, dass die lange Bezugsdauer von Asylbewerberleistungen und anderen Sozialleistungen auch aus der Inkonsequenz bei Abschiebungen resultiert. Hierfür sind vor allem die Vorschriften zur Duldung verantwortlich, die § 60a, 60b, 60c Aufenthaltsgesetz. Angesichts der mehr als großzügigen Möglichkeiten, Asyl zu erhalten, ist es vollkommen unverständlich, warum selbst in den Fällen, in denen keine dieser Möglichkeiten zutrifft und deshalb eindeutig kein Anspruch auf Asyl besteht, nicht konsequent die Heimkehr der abgelehnten Asylbewerber durchgesetzt wird. Die Tatsache, dass sich Zehntausende von ihnen weiterhin in Deutschland aufhalten können und dies bei einem Großteil von ihnen sogar offiziell geduldet wird, erhöht nicht nur die Aufenthaltsdauer dieser Wirtschaftsflüchtlinge und damit die von ihnen verursachten Kosten, sondern, das ist fast noch wichtiger, sondern vergrößert auch die Anreize für potenzielle Flüchtlinge nach Deutschland zu kommen. Also wenn man sieht, man kann sich hier ohne weiteres länger aufhalten, egal ob man Asylgrund hat oder nicht, dann ist das natürlich ein Anreiz für alle hierher zu kommen, klar. Eine ähnliche Wirkung haben außerdem die Möglichkeit, Geduldeten die Erwerbstätigkeit zu gestatten und die Chance, auf dem Umweg über die Duldung doch noch als gut Integrierter eine Aufenthaltserlaubnis zu erlangen. Paragraphen 25a, 25b Aufenthaltsgesetz. Die fußballspielenden, ministrierenden Senegalesen des Herrn Scheuer wird es freuen. Die deutschen Steuerzahler und die deutschen Geringverdiener dagegen weniger. Da so dem dauerhaften Aufenthalt nicht oder kaum qualifizierter Wirtschaftsflüchtlinge Tür und Tor geöffnet wird. Mit den negativen Auswirkungen auf die einheimischen Geringverdiener, die deutschen Sozialkassen und den deutschen Staatshaushalt, die gerade eben schon angesprochen worden sind. So. Ja, das ist aber nicht das Einzige, was hier falsch läuft in der Flüchtlingspolitik. Wir haben außer diesen starken Anreizen, die ich jetzt ausführlich dargelegt habe, natürlich auch noch einen mangelhaften Grenzschutz, sowohl Schutz der Außengrenzen der EU als auch Schutz der Binnengrenzen von Deutschland. Da muss ich, glaube ich, nichts weiter dazu sagen. Nanu, schon wieder zu schnell gewesen.
Ja, können wir dann noch zurückgehen? Ja, fehlende Obergrenze. Ja, es fehlt eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen. Und eine solche Obergrenze ist unbedingt notwendig. Warum? Die Aufnahmefähigkeit Deutschlands und die Aufnahmebereitschaft der deutschen Bevölkerung sind zwangsläufig begrenzt. Die sind nicht unbegrenzt. Ja, und von daher ist es eigentlich logisch notwendig, dass man auch eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen braucht. Und allein schon deswegen, weil es diese Obergrenze nicht gibt, ist die Flüchtlingspolitik verfehlt. Andersrum, die Obergrenze kann es eigentlich auch nicht geben, weil die Flüchtlingspolitik verfehlt ist. Denn wenn ich nur eine Obergrenze einführe, ohne eine andere sonstige Reform durchzuführen, insbesondere ohne diese Anreize da zu senken, dann bringt mir diese Obergrenze auch nicht viel. Was nützt mir eine Obergrenze von, sagen wir mal, 50.000 pro Jahr, wenn an den Grenzen dann 500.000 stehen? Also wir müssen diesen Zustrom schon mal auch über die Anreize versuchen zu bremsen. Also das zeigt auch, dass in der Flüchtlingspolitik mehr oder weniger alles mit allem zusammenhängt und dass eine kleine Reform hier und eine kleine Änderung dort im Endeffekt nichts bringt. Ja? Was wir brauchen, ist eine umfassende und grundlegende Reform. Wie könnte die aussehen? Das heißt, was muss geändert werden? Also wie sieht eine rationale Flüchtlingspolitik aus? Wie könnte die aussehen? Zunächst mal, wir haben ja vorhin gesagt, rational im ökonomischen Sinn, Zielvorgabe und Instrumentenauswahl. Ja? Das Ziel der Flüchtlingspolitik ist klar, man möchte Menschen in Not, Menschen, die verfolgt werden, beziehungsweise die auf der Flucht vor Kriegsereignissen sind, helfen. Ja, das ist Ziel. Das Ausmaß dieser Hilfe hängt ab von der Hilfsbereitschaft der einheimischen Bevölkerung, beziehungsweise von deren Altruismus. So, wie kann man dieses Ziel am besten erreichen? Wie kann man dieses Ziel effizient erreichen? Natürlich, indem man alles tut, um die Hilfe, ja, auf die echten Flüchtlinge zu konzentrieren und zu verhindern, dass dieses Asylrecht, dass diese Hilfsbereitschaft missbräuchlich von Wirtschaftsflüchtlingen in Anspruch genommen wird. Also, was ich jetzt sagen werde, was ich jetzt fordern werde, als was geändert werden muss, das wird Sie jetzt nach all dem, was ich bisher schon gesagt habe, nicht überraschen. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen. Ja, ich meine, da führt kein Weg dran vorbei. Es muss keine starre Obergrenze sein, die kann sich ja auch ändern, wenn sich die weltpolitische Lage ändert. Aber man muss irgendwie eine Vorstellung davon haben, so viel können, so viel wollen wir aufnehmen. Ja? Dann ganz klar, wir müssen die Anreize für Wirtschaftsflüchtlinge senken. Ja, und zwar durch ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Reduktion der Höhe der Sozialleistungen, und zwar auch, kann man sich überlegen, ob man diese Sozialleistungen überwiegend als Sachleistungen gewährt. Man sollte sich beschränken auf nachvollziehbare und überprüfbare Asylgründe. Die Verkürzung der Asylverfahrensdauer ist ein weiterer Punkt, der wichtig ist. Das kann man dadurch erreichen, indem man wirklich endlich mal Gerichtskosten erhebt und keine Prozesskostenhilfe gewährt, was für mich durchaus zumutbar scheint, wenn man sich überlegt, dass beim erfolgreichen Gerichtsverfahren die Leute die Kosten erstattet kriegen. Ja? Und von daher werden nur die klagen dann, die wirklich eine hohe Aussicht haben, Erfolg zu kriegen. Ja, dann schließlich die konsequente Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern und von anerkannten Asylbewerbern bei Wegfall des Asylgrundes. Das heißt, keine Duldung mehr. Auf diese Art und Weise würde eine Vermischung zwischen Flüchtlings- und Asylpolitik nicht mehr stattfinden, so wie sie jetzt stattfindet. Denn das, was wir vorhin gesehen haben, diese Geschichte mit der Duldung und mit der Aufenthaltserlaubnis für gut Integrierte, was bedeutet das dann? Das bedeutet, dass Flüchtlinge so unkontrolliert und peu à peu dann übergehen in de facto Einwanderer. Ja, in de facto Einwanderer. Und das stellt eine meiner Meinung nach unsinnige und unzulässige Vermischung zwischen Flüchtlings- und Asylpolitik dar. Und das würde dann nicht mehr stattfinden, wenn man diese Möglichkeiten streicht und sich nicht mehr länger um die Integration von Flüchtlingen unabhängig von ihrer Qualifikation bemüht, sondern dafür sorgt, dass die abgelehnten Asylbewerber unverzüglich und die Asylberechtigten nach Wegfall des Fluchtgrundes in ihre Heimat zurückkehren. Eine Maßnahme haben wir noch, klar, Verbesserung Grenzschutz. Ja, auch da
muss man nicht mehr allzu viel dazu sagen. So, wie sinnvoll diese Reformen sind, kann man sicher darüber diskutieren. Was offensichtlich erscheint zurzeit ist, dass Reformen, die auch nur ansatzweise in diese Richtung gehen, vielleicht politisch nicht durchsetzbar sind. Wobei ich fast der Meinung bin, dass der politische Wille bei der Bevölkerung vielleicht vorhanden ist, aber der politische Wille ja bei den Politikern nicht vorhanden ist. Ja. Aber wenn wir mal optimistischerweise davon ausgehen, dass tatsächlich ein politischer Wille in Deutschland bestehen würde für so eine grundsätzliche, umfassende, radikale Reform der Flüchtlingspolitik, könnte Deutschland das überhaupt durchführen, rein national. Und da bin ich ein bisschen skeptisch. Bei dem, was jetzt folgt, muss ich dazu sagen, ich bin ja so kein Jurist, aber nach allem, was ich hier gelesen habe und wie ich mich eingelesen habe, erscheint mir das, was ich jetzt vortrage, schon durchaus plausibel und vertretbar zu sein. Also mit anderen Worten, ich bin der Meinung, was kann geändert werden, dass eine nationale Reform nicht möglich ist. Warum? Weil wir hier dieses gemeinsame europäische Asylsystem haben, bestehend aus den drei Asylrichtlinien und der Dublin-III-Verordnung. Über die Dublin-III-Verordnung wird andauernd geredet, über die drei Asylrichtlinien komischerweise überhaupt nicht. Ja? Und die Wichtigkeit ist eigentlich genau andersrum. Außerdem gibt es dann noch die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention, die so einer grundsätzlichen Reform ja auch im Wege stehen. Also nationale Reform nicht möglich aus den zwei genannten Gründen. Warum das so ist, das möchte ich anhand folgender Grafik, haben wir die lesen? Ja, gut, ich muss mal hier stehen bleiben, weil sonst funktioniert es mit dem Mikrofon nicht mehr. Anhand folgender Grafik möchte ich das Ihnen mal kurz erläutern. Das Asylrecht in Europa ist zum Großteil vergemeinschaftet. Sie können das Mikro auch noch rausnehmen. Das ist natürlich eine Idee. Gleichzeitig, wenn Sie das möchten, hier den Laser wird es zeigen, mit der runden Taste. Ja, okay. Gut, dann machen wir es mal auf diese Art und Weise. Sie sehen, das Asylrecht für politisch Verfolgte nach Artikel 16a Grundgesetz ist der einzig nationale, rein nationale Asylgrund, den wir kennen. Ja? Alles andere ist die Umsetzung entweder europäischen Rechts oder Völkerrechts. Ja, da gibt es den Schutz für Flüchtlinge, also Schutz für Verfolgte durch politische oder durch staatliche oder nicht staatliche Akteure, dann den subsidiären Schutz, das sind im Wesentlichen die Kriegsflüchtlinge, dann das Abschiebungsverbot, das sind im Wesentlichen diejenigen, die nicht abgeschoben werden können, weil ihnen in ihrer Heimat die Verletzung von Rechten droht, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert worden sind. So, kommen wir mal zum Europarecht zunächst. Das war der internationale Schutz und dafür ist maßgeblich, wie gesagt, das gemeinsame europäische, so ist es aus, funktioniert okay, das gemeinsame europäische Asylsystem, das aus diesen drei Asylrichtlinien und der Dublin-III-Verordnung besteht. Entscheidend dafür, dass wir ein Deluxe-Asylrecht haben, entscheidend für die Grundlagen unseres Asylrechts ist die Anerkennungsrichtlinie. Die Anerkennungsrichtlinie 2011/95 EU. Das ist das Hauptproblem auf dem Gebiet des Asylrechts. Ja, da ist sozusagen der Grundstein gelegt für alle weiteren Probleme. Warum? Weil da solche Sachen drinstehen, wie zum Beispiel, Flüchtlinge haben denselben Anspruch auf Sozialleistungen wie Einheimische. Oder Flüchtlinge haben den Anspruch auf unentgeltliche Rechtsberatung und Rechtsvertretung, zumindest in einer Instanz. Oder solche Sachen im Asylverfahren dürfen Flüchtlinge verlangen, dass sie von einem Mitarbeiter gleichen Geschlechts
befragt werden. Ja, also und so weiter geht es. Ja. Also da ist sozusagen die Grundlage gelegt für dieses, wie ich es genannt habe, Deluxe-Asylrecht, weswegen es einen nur sehr geringen nationalen Spielraum für Reformen in Deutschland gibt. Man kann sicher den Familiennachzug ein bisschen großzügiger, ein bisschen weniger großzügig handhaben, aber eine grundlegende Reform wird es nicht geben können, solange diese Anerkennungsrichtlinie bestehen bleibt, wie sie halt ist zurzeit. Und das ist auch der Grund, ich weiß, die Meinung teilen jetzt nicht alle, das ist auch der Grund, weshalb die Frau Merkel nicht allein an der Flüchtlingskrise schuld ist. Sicher, diese Entscheidung vom Herbst 2015 war falsch und ökonomisch teuer und nach Meinung vieler Juristen auch unrechtmäßig. Aber ich denke, dass auch ohne diese Entscheidung wir mit der Flüchtlingskrise zu kämpfen gehabt hätten. Es wären vielleicht die Leute langsamer gekommen, weniger chaotisch, die Zahl wäre ein bisschen geringer gekommen. Aber solange ich diese hohen Anreize habe, denke ich, wären auch der Großteil der Flüchtlinge, die wir heute haben, wären die auch so bei uns gewesen. Ja, wir wären vielleicht ein bisschen später gekommen. Ja. Aber die Schuld an der Flüchtlingskrise teilt sich meiner Meinung nach die Frau Merkel mit ihren Amtsvorgängern und Amtskollegen aus der EU, die dieses gemeinsame Asylsystem geschaffen haben. Und man darf auch nicht vergessen, da haben alle im Europäischen Rat zugestimmt. Das waren ja einstimmige Entscheidungen. Und zugestimmt haben auch alle diejenigen, die heute da am lautesten wettern gegen die Flüchtlingspolitik, also insbesondere gewisse ost- und südosteuropäische Länder. Gut, die Dublin-III-Verordnung, ich habe es gerade eben erwähnt, die wird immer rauf und runter in der Presse diskutiert. Die ist sicher nicht unwichtig, diese Frage der Flüchtlingsverteilung, ganz klar. Aber meiner Meinung nach ist sie im besten Fall ein Nebenkriegsschauplatz, im schlimmsten Fall ein Ablenkungsmanöver. Ja? Denn wenn man wirklich an die Wurzeln des Übels, hätte ich fast gesagt, ran will, muss man diese Anerkennungsrichtlinie angehen. Ja? Wenn man es nämlich schafft, die Zahl der hier ankommenden Flüchtlinge zu senken, weil man die Anreize senkt, ja, dann ist die Verteilung kein so großes Problem mehr. Da bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass man das in den Griff kriegen würde. Denn sehen Sie, es ist doch so, wenn man Überschwemmung verhindern will, muss man einen Damm bauen und sich nicht darum kümmern, wie man die Wassermassen verteilt danach, wenn es zu spät ist. Gut, also Ergebnis, das gemeinsame europäische Asylsystem müsste geändert werden, wenn man eine grundlegende Reform haben will. Aber selbst wenn man das angeht, wenn auf europäischer Ebene der politische Wille dazu besteht, bin ich der Meinung, dass es noch ein weiteres Reformhindernis gibt, und zwar ein Reformhindernis in Gestalt des Völkerrechts. Ich weiß, was ich jetzt sage, ist jetzt vielleicht ein bisschen umstritten oder vielleicht sogar sehr umstritten. Ich versuche mal, dieses trotzdem zu begründen. Auch hier wieder mit einem kleinen Auszug aus meinem Buch. Also beginnen wir mit der Genfer Flüchtlingskonvention. Hier sind es vor allem drei Artikel, die man als problematisch ansehen wird. In Artikel 16 Absatz 2 verpflichten sich die Vertragsstaaten, Flüchtlingen hinsichtlich des Zugangs zu den Gerichten, einschließlich des Armenrechts und der Befreiung von Sicherheitsleistungen für Prozesskosten, dieselbe Behandlung wie den eigenen Staatsangehörigen zukommen zu lassen. Artikel 23 gewährt Flüchtlingen auf dem Gebiet der öffentlichen Fürsorge und sonstigen Hilfeleistungen die gleiche Behandlung wie den Staatsangehörigen des jeweiligen Aufnahmelandes. Und Artikel 34 verpflichtet die Vertragsstaaten, so weit wie möglich die Eingliederung und Einbürgerung der Flüchtlinge zu erleichtern. Gerade die letztgenannte Vorschrift ist höchst problematisch. Sie schließt praktisch die notwendige Trennung zwischen Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik aus. Diese drei Artikel stehen in deutlichem Widerspruch zu wesentlichen Elementen der von uns vorgeschlagenen Reform. Wie sieht es mit der Europäischen Menschenrechtskonvention aus? Auch hier gibt es einige Normen, die für die Flüchtlingspolitik und ihre Reform relevant sind. Zu nennen wäre zuallererst das Diskriminierungsverbot. In seiner ursprünglichen Fassung, in Gestalt von Artikel 14, war zwar die Diskriminierung unter anderem wegen der nationalen Herkunft untersagt, auch enthielt die Liste
unzulässiger Diskriminierungsgründe die sehr allgemeine Formulierung, wonach niemand wegen eines sonstigen Status diskriminiert werden darf. Aber Artikel 14 bezog sich nur auf die von der Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten. Der Anwendungsbereich des Diskriminierungsverbots wurde durch das Protokoll Nummer 12 vom 4.11.2000 wesentlich erweitert und auf jedes gesetzlich niedergelegte Recht ausgedehnt. Außerdem darf niemand von einer Behörde diskriminiert werden. Artikel 1 des Protokolls Nummer 12. Die von uns vorgeschlagene Ungleichbehandlung von Flüchtlingen und einheimischer Bevölkerung in Bezug auf Sozialleistungen und Prozesskostenhilfe ist damit offensichtlich nicht vereinbar. Daneben finden sich ebenfalls sehr allgemeine Formulierungen in Artikel 3, Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung, und Artikel 5, Recht auf Freiheit und Sicherheit, die so weit ausgelegt und so großzügig interpretiert werden können, dass, wie erwähnt, selbst die Abschiebung von Flüchtlingen aus der Schweiz nach Italien als Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention gewertet werden kann. Deshalb ist damit zu rechnen, dass auch gewisse der von uns vorgeschlagenen Maßnahmen, wie etwa die Einschränkung der anzuerkennenden Fluchtgründe, die strengere Handhabung des Abschiebungsverbotes oder der Ausschluss der Duldung, das Missfallen der Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hervorrufen würden. Ein besonderes Problem stellt schließlich die Ausdehnung des Geltungs- und Anwendungsbereichs der Konvention vom Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten auf internationale Gewässer dar. Damit wird ausgeschlossen, dass auf dem Mittelmeer gerettete Bootsflüchtlinge wieder an den Ausgangspunkt ihrer Fahrt, also in den meisten Fällen an die nordafrikanische Küste, zurückgebracht werden. Denn dies würde vor allem gegen den erwähnten Artikel 3 sowie den Artikel 4, Verbot der Kollektivausweisung, des Protokolls Nummer 4 vom 16.09.1963 verstoßen. Die europäischen Staaten werden so vor ein Dilemma gestellt. Das Dilemma, sich zwischen Seenotrettung und effektivem Grenzschutz entscheiden zu müssen. Es gibt zwar keine rechtliche Verpflichtung, im Mittelmeer zu patrouillieren, um zur Rettung von Schiffbrüchigen bereitzustehen, aber wenn man dies tut, dann müssen die Geretteten nach Europa gebracht werden. Der Mittelweg, auf dem man Seenotrettung und Grenzschutz in Einklang bringen könnte, nämlich die Rettung und Rückführung von seebrüchigen Flüchtlingen, ist Europa damit verwehrt. Wir können also festhalten, dass sowohl die Genfer Flüchtlingskonvention als auch die Europäische Menschenrechtskonvention zu zentralen Elementen der von uns vorgeschlagenen Reformen im Widerspruch stehen und dass deswegen eine richtig grundlegende und umfassende Reform der Flüchtlingspolitik auch eine, ja, wie soll ich es ausdrücken, eine Modernisierung dieser beiden völkerrechtlichen Konventionen erfordert. Ja, lassen Sie mich zu den Ergebnissen und Schlussfolgerungen kommen, die sich vielleicht an der Stelle jetzt nicht weiter überraschen werden. Aus den genannten Gründen ist die deutsche Flüchtlingspolitik ökonomisch nicht rational. Ja, die ist nicht rational. Eine grundlegende Reform ist allerdings aufgrund der europa- und völkerrechtlichen Rahmenbedingungen sehr schwierig. Ja, weil wir können das national im Endeffekt nicht durchführen, sondern wir müssen das nur mit allen anderen zusammentun. Es sei denn, man tritt natürlich aus der EU aus, wie es die Briten machen. Das ist wieder was anderes, aber wenn man diese Möglichkeit mal ausschließt, muss das Ganze auf EU-Ebene stattfinden und außerdem noch da diese völkerrechtliche Geschichte beachtet werden. Dennoch, das ist meine Meinung, dennoch muss alles dafür getan werden, dass es zu einer solchen grundlegenden Reform kommt. Denn aus meiner Sicht ist die Flüchtlingskrise die größte Herausforderung für die Zukunft Deutschlands. Eine größere Herausforderung, meiner Meinung nach, als es die Klimakrise jemals sein wird. Und insofern hat der Herr Seehofer recht gehabt, wenn er die Flüchtlingskrise als Mutter aller Probleme bezeichnet. Ja, er hat, ja, bezeichnet hat. Okay, jetzt sagt er es nicht mehr. Okay, jetzt habe ich noch am Anfang den Vater aller Lösungen erwähnt. Jetzt möchte ich Ihnen doch noch verraten, was ich damit meine. Voraussetzung jeder Reform, und das ist das, was ich mit Vater der Lösungen meine, Voraussetzung jeder Reform ist aber eine offene, vorurteilsfreie und tabulose Debatte, die bis jetzt immer noch nicht stattgefunden hat und immer noch nicht stattfindet, was eigentlich ein Trauerspiel ist,
für eine offene und liberale Gesellschaft, so wie wir sie sein wollen. Für eine rationale Migrations- und Flüchtlingspolitik ist es vielleicht keine hinreichende, aber sicher eine notwendige Bedingung, dass eine solche Debatte geführt wird, in der es keine Vorurteile gibt, in der es keine Tabus gibt, in der alle Meinungen gehört werden und in der alle Positionen vertreten werden dürfen. Nur so besteht auch nur die geringste Aussicht, dass man eine Politik realisieren kann, die sich weniger durch Chaos und mehr durch System auszeichnet. Vielen Dank, meine Damen und Herren.